Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play über die Spiel U-Boot 1945. Wir müssen hier unser U-Boot durch so manche Hindernisparcours hier durchbringen. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Spiel. Das Spiel gibt es nur auf Russisch und Englisch, aber wie gesagt, hier braucht man überhaupt keine Kenntnisse. Man fährt ja nur mit seinem U-Boot hier durch unterirdische Gewässer, muss auch schauen, dass man nicht an Minen stößt und bibabo. Also egal auf welcher Sprache, das lässt sich sehr, sehr einfach spielen. So, das ist natürlich jetzt unser U-Boot. Steuern kann man das mit den Pfeiltasten. Ja. Also rechts ist nach vorne, links ist zurück. Nach unten ist tauchen, nach oben ist wieder dann auftauchen, ist ja klar. So, und wir müssen hier durchkommen. Wir sehen jetzt hier am oberen Bereich hier, das ist unser Sauerstoff. Das ist unser Zustand hier vom U-Boot. Aber der Sauerstoff ist wichtig. So, dann gehen wir mal hier weiter. Schauen, dass wir hier durchkommen. Halt, wir tauchen mal. Oh, wir tauchen weiter. Kommen wir runter. Oh, das war zu viel, oder? Ja, jetzt haben wir einen leichten Schaden genommen. Muss man aufpassen, dass man nicht hier irgendwie gern Boden fährt. So, ich glaube, wir werden mal wieder auftauchen. Unser Sauerstoff ist nämlich schon... Oh, nicht so weit. Nicht so weit. Unser Sauerstoff ist nur noch bis zur Hälfte. So, hier ist ein Männlein im Wasser. Ah, die kann man einsammeln. Ein Soul saved. Wir haben einen gerettet. Vor allem, was macht der hier im Wasser so alleine? Ja, dann tauchen wir mal wieder unter. Komm runter. Nicht gegen die Minen fahren. Wieder hoch. Ah, da ist noch einer. Alter, müsst ihr nicht einmal Luft holen, wenn ihr einfach nur so rumschwimmt. Ich weiß gar nicht, ob die was bewirken, wenn man die einsammelt. Keine Ahnung. Jetzt brauchen wir erstmal Luft. So, jetzt geht's wieder runter. Spiel kostet auf Steam gar nicht viel. Ich glaube, jetzt im Angebot war es für... Boah, müsste ich jetzt lügen. 35 Cent. Für 35 Cent kann man nichts falsch machen. So kostet dann über 1 Euro. So. Hier hoch. Einen Schaden haben wir jetzt nur einen leichten genommen. Also das kann man verkraften. Erstmal wieder Sauerstoff holen. Oh, die springt so schön aus dem Wasser. Hui. Ich verstehe das auch nicht jetzt gerade. Da wir mit unserem Heck hinten, ne, an so eine Mine gekommen sind, aber da nichts explodiert. Komisch. So, haben wir die Mission geschafft. Level komplett. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viele Levels es überhaupt gibt. Keine Ahnung. Hat man keine Einsicht drüber. Mission 2. Oh, 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 nein. Ah, jetzt sind wir auf eine Mine drauf gefahren. Scheiße. Das sollte natürlich nicht so sein. Oh, schön hier langsam durchfahren. Bisschen nach oben. Oh, nicht so weit. Alter, was macht ihr Leute hier unten im Wasser? Da kommt ihr doch nie mehr hoch. Halt, was machen wir mit dieser Mine hier? Kann ich da ein bisschen zurückfahren und hoch? Nein. Wir haben über die Hälfte von unserer Gesundheit schon verloren. Ja, ich weiß, dass wir Sauerstoff brauchen, darum tauche ich ja schnell auf. Wir haben 6 Torpedos, wie feuern wir die ab? Mal Leertaste probieren. Ah. Auf der Leertaste sind die Torpedos, wir haben noch 5 Stück. Achso, wir können also somit dann die Minen zerstören. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht gewusst. Was ist das hier für eine Kiste? Oh, nein, 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 geh weg, weg, weg.
So, hier sind natürlich auch wieder Torpedos. Wie soll denn ich hier oben hinkommen? Oh. Noch einen Treffer, dann sind wir zerstört. Dann sind wir auf jeden Fall zerstört. Müssen wir schauen, dass wir hier... Nein! Ja, okay, wir haben auf jeden Fall 5 Überlebende schon mal gerettet. Natürlich, das habe ich jetzt auch nicht gewusst mit den Torpedos. Ich habe jetzt nur oben gelesen, dass hier eine 6 steht. Nicht so schnell. Oh, das war knapp. Hier haben wir wieder Torpedos. Wenn ich das jetzt nehme, ist halt natürlich die Frage, bleibe ich dann nur bei 6 oder... Ah, jetzt haben wir 10. Okay, prima. Hier ist wieder ein Überlebender. Halt, komm runter. Komm, komm, komm. Schnell, wir brauchen Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff. Die Mine ist schön weg. Ah, jetzt, das ist Gesundheit. Das ist Gesundheit. Oh, das ging daneben. Das ging daneben. Ja, Gesundheit brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Wir haben jetzt hier noch volle Gesundheit. Können zwar jetzt mitnehmen, aber werden wir nicht brauchen. So. Oh. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Wie viele Torpedos, was steht denn jetzt da oben? 4 heißt es, oder? Ich glaube, das heißt eine 4, kann aber auch eine 5 sein. So, gehen wir jetzt nach oben. Ja, komm, wir gehen nach oben. Nein, die Mine muss weg. Schnell, kommen wir da vorbei. Also mit dem Heck macht es irgendwie nichts aus, wenn man da hinkommt. Ich glaube, mehr mit der Mitte vom Schiff darf man die Mine treffen. So. Ah, hier oben kommen wir jetzt schön durch, ohne dass was passiert. Hier ist noch ein Überlebender. Wir nehmen dich mit, Kamerad. Nein. Oh. Oh, 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 kommen wir weit zurück. Ja, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, wenn man dann hier nämlich auf eine Seite drückt, dann kommt man nämlich so schnell gar nicht mehr hoch. Scheiße, nein. Ah, das war knapp. Ah, wir haben die Mission beendet. Level complete. So. Kann man das auch abschießen? Nee. Auf jeden Fall, das waren die ersten 2 Missionen jetzt von U-Boot 1945. Ach, man kann mit der Maus hier überhaupt nichts klicken, also wirklich nur mit dem Pfeiltasten. Yes. Hier können wir dann weiterspielen. Passt, also automatischer Missionsbeginn dabei. Naja, ich hoffe, ich habe euch das Spiel, die ersten 2 Missionen mal ein bisschen gezeigt. Die späteren Missionen werden dann 100% noch schwieriger. Aber wir werden versuchen, dass man mit unserem U-Boot natürlich überall durchkommt. Sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.